Frau Präsidentin, ich darf Ihnen ganz herzlich gratulieren, dass Sie heute Ihre erste Sitzungsleitung haben, und ich wünsche Ihnen große Erfolge und dass Sie das Haus immer im Griff behalten. Auch bei hitzigen Debatten. Meine Damen und Herren, es geht ja heute um den Jahreswirtschaftsbericht, und der Kollege Heil, das war ja eine Huldigungsrede für unseren Wirtschaftsminister, und er verlässt ja eigentlich nicht das Haus, hatte ich nicht so verstanden, ne? Also es wird ja praktisch, er wird ja auf der Bank weiter sitzen. Aber eine Sache, Kollege Heil, das muss ich Ihnen schon noch mal sagen, weil Sie ja immer das Thema Energiepolitik angesprochen haben, was ich jetzt nicht zum Mittelpunkt machen will. Aber ich würde bloß noch mal Sie bitten, denken Sie doch mal noch ein paar Jahre weiter zurück, nicht bloß die letzten 4 Jahre, weil der Kollege Gabriel war ja mal Umweltminister. Und dort sind die Fundamente zum Beispiel gelegt worden, dort sind die Fundamente mitgelegt worden der Probleme, die wir heute bewältigen. Und dass der Herr Gabriel in seinem Amt als Wirtschaftsminister zu neuen Erkenntnissen gekommen ist und dass wir jetzt gemeinsam einige Dinge verrichten konnten, das halte ich für sehr positiv, und da kann ich Sie auch nur unterstützen. Meine Damen und Herren, dass es Deutschland gut geht, haben alle Redner heute schon beschrieben, aber man kann es eben nicht oft genug sagen, weil die Kollegen von links und grün ja immer dazu neigen, eigentlich die Situation trotzdem schlecht zu sprechen. Aber 8 Jahre Wirtschaftswachstum hintereinander. Es muss mir mal jemand in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Zeiten zeigen, wo wir 8 Jahre nacheinander kontinuierlich Wirtschaftswachstum haben. Und die Projektion, meine Damen und Herren, sieht ja auch für 2016 und für 2017 ein weiteres Wirtschaftswachstum vor. Und das finde ich auch sehr gut, denn letztendlich die Gesamtsituation wird ja nicht geschaffen nur vom guten Zustand der deutschen Wirtschaft, sondern hinter der deutschen Wirtschaft stehen ja die Menschen. Auch das wurde heute gesagt. Das sind die Unternehmer, die Selbstständigen, die Handwerker, die freien Berufe und natürlich die Arbeitnehmer, die alle gemeinsam diesen großen Erfolg für sich verbuchen können. Und deswegen glaube ich, wenn man diese Sache immer schlecht redet, macht man eben auch die Menschen schlecht, die dahinter stehen. Und meine Damen und Herren, der Herr Ernst fing ja wieder an mit dem Thema Handelsüberschüsse. Das ist ja sein Lieblingsthema, weil die Linken im Prinzip offensichtlich überhaupt keine anderen Einleitungen oder Einlassungen zur Wirtschaftspolitik mehr zu haben. Deutschland ist eine Exportnation, und ein wesentlicher Pfeiler des wirtschaftlichen Erfolges sind die Exporte. Und Sie wissen selbst ganz genau, dass die Handelsüberschüsse nicht nur deswegen entstehen, weil Deutschland vielleicht auch im Ausland zu wenig kauft, sondern das hat natürlich auch viel zu tun mit Ölpreisen zum Beispiel. Wir hatten in Jahren des hohen Ölpreises hatten wir große Defizite in der Leistungsbilanz. Heute haben wir Überschüsse. Und deutsche Exporte sind auch für die Entwicklung in vielen Nationen der Welt sehr wichtig. Wenn Sie zum Beispiel mal in den Jahreswirtschaftsbericht reinschauen, sehen Sie, dass der Export nach den mittelosteuropäischen Staaten überdurchschnittlich gewachsen ist. Die mittelosteuropäischen Staaten haben mittlerweile einen größeren Anteil am Exportvolumen als China. Und das ist doch sehr positiv, dass mit deutschen Exporten die wirtschaftliche Entwicklung in vielen Teilen Europas mitentwickelt wird, weil letztendlich, und da hat der Kollege Fuchs ja darauf hingewiesen, die Verknüpfung der Lieferketten. Das heißt ja nicht bloß, dass wir dann in Länder exportieren, sondern dass wir natürlich verschiedene Zulieferungen, Teile, Leistungen auch importieren. Und Deutschland braucht den freien Handel. Und auch hier, Herr Özdemir, habe ich ja sehr gestaunt, dass die Grünen jetzt plötzlich Freihandelspartei werden. Wo ist denn das? Das ist ja was ganz Neues bei Ihnen. Sie sind doch in der Allianz, der TTIP-Gegner, der ganzen Abkommen-Gegner gewesen. Genauso wie die Linken, die haben es bis heute noch nicht begriffen. Und bei Herrn Özdemir scheint ja zumindest ein Umdenken entstanden zu sein, was ja schon erstmal ein großer Fortschritt ist. Und wir werden eben unter den neuen globalen Gegebenheiten wesentlich mehr darum kämpfen müssen, freien Handel zu erhalten. Und wenn Herr Ernst dann schon wieder sagt, wir brauchen nicht freien Handel, sondern fairen Handel, erklären Sie mir mal den Unterschied. Das müssen Sie mir wirklich mal machen, weil Sie diskreditieren mit diesem Satz jede Art von freien Handel, dass er nicht fair wäre. Und das ist einfach Unfug. Das ist einfach blanker Quatsch. Denn freier Handel ist im Prinzip genau das, was wir in Deutschland wollen. Und deswegen handelt Deutschland trotzdem fair. Also dieser Satz ist reine Polemik, und er hat eigentlich keine Fundamente, die man
auf die man das stellen kann. Und wir brauchen das CETA-Abkommen. Da sind wir ja jetzt auch verfassungsrechtlich durch. Ich weiß auch gar nicht, warum Sie morgen noch mal eine uralte Debatte aufmachen wollen. Aber gut, das ist Ihre Sache. Und wir brauchen aber zum Beispiel auch die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Afrika. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass das jetzt wieder diskutiert wird, dass man diese Abkommen vielleicht nicht schließen soll oder dass man sie umschreiben müsste. Wir brauchen auch mit Afrika Nachfolgeabkommen, die WTO-gerecht sind. Und deshalb kann ich hier nur noch mal wirklich dafür plädieren, dass wir auch diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Afrika jetzt endlich ratifizieren, um sie in Kraft setzen zu können. Und meine Damen und Herren, wenn es darum geht, die Globalisierung zu gestalten, die Globalisierung weiterzuentwickeln, bietet sich ja auch dieses Jahr eine hervorragende Chance. Deutschland hat die Präsidentschaft im G20-Prozess. In Hamburg wird der G20-Gipfel stattfinden. Und gerade die G20-Präsidentschaft hat sich ja zum Ziel gestellt, über die Chancen und die Risiken der Globalisierung zu diskutieren und einen neuen Diskussionsprozess anzustoßen. Das finde ich sehr wichtig, gerade auch unter der aktuellen Situation der Politik in den Vereinigten Staaten. Wenn man jetzt den Wirtschaftsbericht sich noch mal genauer anguckt, gibt es eigentlich ein paar Punkte, auf die ich noch mal ganz kurz eingehen möchte, weil hier auch Gefahren drohen für die weitere Entwicklung. Das ist zum Beispiel das Thema Bankenregulierung. Banken sind ja sozusagen das Kampfbild der Linken oder der Kampfgegner oder Hauptgegner der Linken, aber Banken sind auch wichtig für die Entwicklung der Wirtschaft. Vor allem der Mittelstand braucht ein funktionierendes Bankensystem. Und meine Damen und Herren, wir dürfen den Bankensektor auch nicht überregulieren. Wir müssen die Investitionsquote stärken, die Investitionsquote des Staates, und wir müssen mit den Unternehmen gemeinsam daran arbeiten, die Investitionsquoten insgesamt zu stärken. Es ist schon sehr bedenklich, dass selbst die Mittel der Wirtschaftsförderung nicht mehr ausgeschöpft werden, wenn es darum geht, in Deutschland zu investieren. Wir müssen, und das ist schon ein wichtiger Punkt für mich nochmal, wir müssen vor allem auch den deutlichen Anstieg des Staatskonsums bremsen. Investitionen des Staates müssen aus meiner Sicht gefördert werden, aber der Staatskonsum kann nicht der Gradmesser sein einer positiven Entwicklung, denn konsumtive Ausgaben, das wissen wir alle, sind Ausgaben, die praktisch nicht unbedingt rentierlich sind. Wir müssen die Staatsquote im Blick behalten, auch das ist in den letzten Jahren mehr oder weniger gut gelungen. Und wir müssen einen Punkt, der mir noch mal besonders wichtig ist, weil es hier auch um das Einkommen der Menschen geht. Der Jahreswirtschaftsbericht weist aus, dass die Schere zwischen Brutto- und Nettoeinkommen der Menschen sich im Prinzip weiter auseinanderentwickelt hat. Das heißt also, die Bruttoeinkommen sind deutlich gestiegen und die Nettoeinkommen aber wesentlich weniger. Und hier sehe ich schon ein großes Problem, denn wenn die Schere weiter auseinandergeht, nützt es den Menschen auch nichts, wenn sie höhere Bruttoeinkommen haben, wenn sie es letztendlich nicht in der Tasche für sich verwenden können. Also insofern, die Entwicklung ist erstmal positiv, Herr Gabriel. Wir wünschen Ihnen Ihrem neuen Amt alles Gute. Das Thema Afrika habe ich jetzt nicht so dezidiert angesprochen, aber da werden wir dann in Ihrem neuen Amt sicherlich viele Berührungspunkte haben. Vielen Dank. Ja. Das Wort hat jetzt Thomas Lutze, Fraktion Die Linke.